Unter der Leitung des deutschen Schiedsrichters Willi Edelmann haben die Kanadier das Spiel gegen die Sowjetunion aufgenommen. Die Kanadier in den weißen Hemden im ersten Drittel von links nach rechts. Das ist der sowjetische Kapitän Boris Mikhailov, der bereits seine 11. Weltmeisterschaft hier in Moskau vorheim natürlich absolviert. Tor der Kanadier heute Jim Rutherford von den Detroit Red Wings. Wird die junge kanadische Mannschaft in der Lage sein, den Sturmwirbel der Sowjetunion zu trotzen? Das ist die Frage, die sich hier die 12.000 bis 13.000 Zuschauer im Moskauer Sportpalast stellen. Unter ihnen auch zum vierten Mal, damit zum vierten Spiel der sowjetischen Mannschaft, Partei und Staatschef Leonid. Gegangen hat. Sowjet fast nur mit erfahrenen Spielern, kaum Neulingen im Team. Die Kanadier haben immerhin noch 9 Spieler dabei, die im letzten Jahr bei der Weltmeisterschaft in Prag und davor in Wien. Green. Wablin. Auch schon als Vorschütze bei dieser Weltmeisterschaft in Afghanistan. Kapustin. Und Rutherford bei seiner ersten ernsten Bewährungsprobe. Luxor, Kapustin und Valdez. Zweite Reihe der Gewächs. Jetzt schon 2,5 Minuten durchgespielt, fliegender Wechsel bei den Kanadiern. Dave Chan, Spieler mit der Nummer 6 von Atlanta Flair. Paul. So, ich setze jetzt neu ein. Knapp 3 Minuten sind gespielt zwischen der Sowjetunion und Kanada. Wir erkennen die Kanadier an den hellen Trikots im ersten Drittel von links nach rechts spielen. Schiedsrichter dieser Begegnung ist Willi Edelmann aus der Bundesrepublik Deutschland. 0:0 noch der Spielstand. Und die Frage ist natürlich, ob diese stark verjüngte kanadische Mannschaft, das Team Kanada 79, den Sturmwirbel der Sowjets standhalten kann oder ob sie ähnlich unter die Räder kommen wie vorgestern die Schweden beim 9:3. Alexander Golik. Vilja Ljetinov, der junge Verteidiger, der sich schon bei der letzten Weltmeisterschaft beim 15. Titelgewinn für die UdSSR in Prag bewährt. Jim Rutherford im Tor der Kanadier, 30 Jahre alt, von Detroit Red Wings. Hier die Bank der Mannschaft aus Übersee, aus dem Mutterland des Westens. Beide Mannschaften in bestmöglicher Besetzung am heutigen Abend. Zyganov. Lebedev. Vor dem Tor lauert Jakuschin. Da gibt es die erste Strafzeit für einen Kanadier wegen Crosscheck. Und
zwar für Gary Unger. So, das ist eine gute Gelegenheit, neu einzusetzen. Auf zum dritten Eintrag. Dreieinhalb Minuten sind gespielt im Moskauer Sportpalast vor 13.000 Zuschauern zwischen der Sowjetunion und Kanada. 0:0 noch der Spielstand und die sowjetische Mannschaft im Augenblick mit einem Spieler mehr auf dem Eis, weil bei den Kanadiern Gary Unger von St. Louis, der auch bei der Weltmeisterschaft 1970 dabei war, macht sein Debüt. Das war eben Viktor Tikhonov, der sowjetische Cheftrainer im Bild. Unter den 13.000 Zuschauern noch heute Abend wieder beim vierten Spiel der UdSSR Staats- und Parteichef Leonid Brezhnev, ein ausgesprochener Eishockey-Fan. Die Sowjets jetzt mit ihrem ersten Sturm bei diesem Spiel in der Überzahl. Wladimir Pritzko. Vasiljev, Babina, das typische Powerplay der Sowjets, die warten, bis sich eine echte Einschussmöglichkeit sieht. Das ist einer der Unterschiede zum kanadischen System. Kanadier würden jetzt wild das Tor des Gegners brennen. Babina. Nach 1:10 muss Unger auf der Strafbank sein. Mikhailov, mehrfach schon Torschützenkönig bei Eishockey-Weltmeisterschaften. Und dieser Weitschuss ist erlaubt, eben weil die Kanadier einen Spieler weniger sind. Die Sowjets kamen recht schwer in Schritt bei dieser Weltmeisterschaft, sind jetzt gegen Polen und Deutschland keine überzeugenden Leistung, dann aber das 9:3 gegen die Schweden. Karl Amos, Babin. Petrov. Kanadier den Stock geschnappt. Kralamov. Kleine Wirbelwind am Flügel. Kralamov. Jim Rutherford. Torhüter heute bei Kanada. Mikhailov. Kanadier wehren sich geschickt und haben in diesem Augenblick wieder alle Mann an Deck. Marshall John, der Coach der Kanadier, der selbst früher als Amateur bei Kanada gespielt hat unter Pater Bauer und auch Profi war von 1967 bis 1972 in der National Hockey League. Also ein sehr erfahrener Mann an der Bande der Kanadier. Victor schluckt doch beim Bulli. Payment und Charon lauern innen. Erstmals Bulli vor dem Tor der Sowjetunion. Ich glaube, wir können echt nochmal einsetzen. Fang nochmal. Sechs Minuten sind gespielt zwischen der Sowjetunion und Kanada. Kanada im ersten Drittel von links nach rechts in den weißen Hemden. Und erste große Möglichkeit für die Kanadier durch McAdam von den Minnesota North Stars. Und Glück für Retjak im Tor der UdSSR. Der Gegenzug mit Makarov. Golikov verfehlt. Stimmung in der Halle bei den 13.000 Zuschauern.
unter ihnen Partei- und Staatschef Leonid Brezhnev, der alle Spiele der sowjetischen Mannschaft bisher gesehen hat, ein ausgesprochener Eishockey-Fan. Bobby Smith. Wieder eine Riesenchance für das junge kanadische Team durch Steve Payne. Bei den letzten Weltmeisterschaften gab es ja stets klare Niederlagen für die Kanadier, deren Team damals vermeintlich stärker waren als das, was sie diesmal hier nach Moskau mitgebracht haben. Denn die Playoff-Runde in Kanada, die ist diesmal noch länger und es sind noch weniger Teams ausgeschieden als in den letzten beiden Jahren. Aber bisher ein vielversprechender Beginn der Kanadier, die jetzt mit Payment kommen. Payment, 3 Tore bisher bei dieser Weltmeisterschaft erzielt, damit der erfolgreichste Schütze bei den Kanadiern. Die Kanadier stören früh und das ist bisher ein sehr erfolgreiches Rezept. Gary Unger, Tretjak braucht sich über Arbeit in diesen ersten Minuten nicht zu beklagen. Natürlich. Schiedsrichter ist Willi Edelmann aus der Bundesrepublik Deutschland, der erneut eine Strafzeit gegen einen Kanadier verhängt. Diesmal ist es Trevor Jön. Nun also zum zweiten Mal die Möglichkeit für die Sowjetunion bei 5-4 in Führung zu gehen gegen eine bisher sehr forsche kanadische Mannschaft, die mit ihrem Vorchecking den sowjetischen Assen mehr zu schaffen gemacht hat als die EU. Viktor Tifonov, der sowjetische Cheftrainer, der die 15. Weltmeisterschaft in Ludel erholt im vergangenen Jahr in der Tschechoslowakei. Die Sowjetunion mit dem dritten Sturm, also mit der Flüchtling, mit Petrov und Balder. Ein verwirrendes Kombinationsspiel, aber noch keine Schüsse. Eine Minute und 10 Sekunden. Die Kanadier noch ohne Jörn. Will er jetzt noch? Hat einen Mordschuss, das hat er hier schon mehrfach gezeigt bei diesem Turnier. Valderes gehört zu den exzellentesten Spitzeleuten. Gestern an der Scheibe. Schluckt das. Kapuschki. Kanadier knien sich in diese Aufgabe herein, das erkennt man ganz deutlich. Sie sind bestens motiviert und haben bisher gut gespielt. Eine halbe Minute die Sowjetunion mit numerischer Überlegenheit. Bisher hat sie, obwohl sie einen Spieler mehr war, kaum Chancen gegen eine gut eingestellte Deckung der Kanadier herausspielen.
Jakubčev. Mayev. Noch einmal ein Bombenschuss und dann diese Rangelei vor dem Tor, als man es wagt, Jim Rutherford anzugreifen. Na, da verstehen die Kanadier keinen Spaß, wenn man so auf den Torwart zieht jetzt. Die Wiederholung. Lebedev, der fast gekillt wurde. Die Kanadier haben zwei Strafzeiten schadlos überstanden, haben eine saubere Deckungsarbeit gezeigt und die sowjetische Kombinationsmaschine ist bisher noch nicht auf Touren gekommen. Jakubčev. Fast nur Routiniers im sowjetischen Team. Lebedev. Rutherford, der wird heute noch oft im Blickpunkt des Geschehens. Lebedev. Herrlicher Pass für Dimayev und wieder Rutherford, weit aus seinem Tor heraus. Winkel geschickt verkürzt. 9 Minuten noch im ersten Drittel und immer wieder diese Entlastungsangriffe der Kanadier und durchaus gefährliche Schüsse, bei dem Fedjak höllisch aufpassen. Jakubčev. Bereits an der blauen Linie stört Team Kanada 79. Achteinhalb Minuten noch zu spielen, im ersten Drittel 0:0 der Spielstand. Fehler von Rutherford, der die Scheibe nach vorn abfallen lässt, aber glücklich für die Kanadier. Kanadier kommen aus insgesamt 7 Vereinen, ursprünglich aus 5, aber dann haben sie noch 3 Spieler, unter ihnen Marcel Dion, nachkommen lassen, den Mann aus Los Angeles, dessen Team ebenfalls in den Playoffs der National Hockey League. Die 5 anderen Vereine als. Payne. Payne, McAdam und Smith. Jetzt ist Tom Hyde. Abseits von Salam. Immer sind die Kanadier ja der Rekordweltmeister mit 19 Titeln. Das ist nun die ganz große Möglichkeit für die Sowjetunion in Führung zu gehen. Und da ist es passiert. Da ist 1:0 und der Torschütze ist Makarov. 13. Minute, Makarov zum 1:0 für die UdSSR. Noch einmal dieser Sturmlauf. Nicht gestoppt von den beiden Verteidigern, keine Chance für Rutherford. Aus anderer Perspektive. Abseits.
durch das Tor der Sowjetunion ist vorübergehend ein wenig Stimmung in dieser Halle gekommen. Der Meister dieser Weltmeisterschaft bei den 46. Titelkämpfen ziemlich akademisch zugeht. Die Zuschauer feuern selbst ihre Mannschaft nur sporadisch. Offensichtlich ein sehr verwöhntes Publikum. Kein Wunder bei der Klasse des sowjetischen Eishockeys. Baldere. Solche Fehler in der Verteidigungszone werden meist von sowjetischen Mannschaften bestraft. Kapuschtin, Zyganskov. Lutschenko, Schluckow. Nochmal Zyganskov. Powerplay der sowjetischen Mannschaft. Und viele Schüsse von der blauen Linie. Noch im ersten Drittel 1:0 für die Sowjets durch das Tor von Makarov. Und es schleichen sich jetzt einige Leichtsinnsfehler bei der bis dahin sehr guten kanadischen Deckung ein. Die Sowjetunion klar überlegen, das ist gar keine Frage, aber der Einsatz der Boys aus Kanada hat bisher mehr verhindert als dieses eine Tor. Moskau von Stuttgart. Bitte? Moskau von Stuttgart. Ja, bitte. Ich höre. Was denn? Hat jemand gerufen? Moskau von Stuttgart, hört dich. Ich komme jetzt hier mal weiter. Falls was ist, bitte auf den Kopfhörer. Fünfeinhalb Minuten noch zu spielen im ersten Drittel und veränderter Spielstand 1:0 für die Sowjets, denen die körperbetonte Spielweise der Kanadier bisher nicht recht behagt. Dennoch sind sie die klar dominierende Mannschaft. Jakuschew, technisch, spielerisch weit überlegen. Jakuschew noch einmal. Die Kanadier haben jetzt alle Hände voll zu tun, ein zweites Tor zu vermeiden. Lebedev. Was hier jetzt? Rutherford. Fast ununterbrochenes Powerplay der sowjetischen Mannschaft. Die Kanadier kommen kaum aus ihrem Drittel heraus. Wieder Möglichkeit für die Sowjetunion und da ist der Spieler Jetinov und möglicherweise hat sogar Mikhailov die Scheibe noch abgefälscht, aber der Schlagschuss kam von Ilja Jetinov, dem Mann von Dynamo Moskau, der über einen unerhört harten Schlag verfügt, eine große Verstärkung für die Sowjets. Das erkannte man ja schon bei der Weltmeisterschaft im letzten Jahr in Prag. Ilja Jetinov kriegt dieses Tor zugeschrieben, damit sein zweites Tor bei diesem Titelkampf.
scheint das Dritte also doch noch seinen normalen Verlauf zu nehmen, den die Experten vorher geahnt haben, nämlich eine jetzt schon deutliche Führung der Sowjetunion, die sich noch einmal hier auf eigenem Eis nicht überraschen lassen will von der zwar ehrgeizigen, kampfstarken, aber spielerisch doch zu schwachen Kanadier. Immer noch die erste Reihe der ODSSR und nun einer der jetzt weniger wertenden Konterzüge der kanadischen Mannschaft. Dadurch aus der eigenen Deckung heraus haben die Kanadier kaum Möglichkeiten bisher, das Spiel aufzubauen. Ganz anders wie Sowjet. Wladimir Golikow mit Makarov. Zweieinhalb Minuten noch im ersten Drittel, 2:0 für die UdSSR, deren Überlegenheit immer drückender wird und deren Kombinationspräzision immer besser wird. Stürmer müssen fast ständig in der eigenen Abwehr aushelfen und werden dann im Mitteldrittel relativ leicht wiedergekommen. Spielpässe wie diese sieht man bei den Sowjets selbst. Wichtiger Wechsel bei der UdSSR. Die Russen lassen die Scheibe laufen, die Kanadier müssen selbst laufen. Balderis. Luftkopf verpasst ganz knapp. Und Rutherford. Kombinationen, wie wir sie hier von den Sowjets jetzt bisher gesehen haben. Jetzt Drittel gäbe es in deutschen Stadien Innovationen, aber hier rühren sich nur einige Hände zum Beifall. Das ist offensichtlich noch gar nicht so, wie es das Publikum macht. Dabei spielen die UdSSR Recken mit den Kanadiern Katze Maul. Letzte Minute im ersten Drittel und erneut eine Strafe angezeigt vom deutschen Schiedsrichter Willi Edelmann für die Kanadier. Aber der Pfiff bleibt so lange aus, bis ein Kanadier Zeit besitzt. Bis jetzt ist es soweit. 2 Minuten die dritte Strafe für Team Kanada. Der Sitzer Brett Maxwell von den Dakota North. Brad Maxwell, number 5, Team Canada, 2-minute penalty for charging. Spielstand von 2:0, noch einmal in den letzten 45 Sekunden zum ersten Drittel. Die
Chance für die Sowjetunion auf 3:0 zu erhöhen, denn Maxwell sitzt auf der Strafbank, das ist die dritte Strafzeit, die Kanada hier verhängt bekam, vom bisher glänzend amtierenden deutschen Verteidiger, die Edelmann aus Westen in Bayern. Sekunden des letzten Drittels und die Sowjets Petrov. Michailov. Rutherford im ersten Abschnitt bester Spieler seiner Mannschaft, aber auch er konnte nicht verhindern, dass die Sowjets durch Toren Karov und Silja Jetsinov 2:0 völlig verdient. Noch 1:10 müssen die Kanadier auf Maxwell verzichten. Er sitzt auf der Strafbank. Also erneut Gelegenheit für die Sowjets, für den Titelverteidiger, hier ein weiteres Tor zu schießen. Möglicherweise dann das 3:0. Und jetzt mal eine Triple. Knapp 1 Minute lang muss Brad Maxwell noch auf der Strafbank sein. Chance für die Sowjetunion zu erhöhen und damit praktisch die Vorentscheidung zu schaffen. Die erste Reihe ist doch auf dem Eis. Zygankov. Schulmäßigen Pässe der Sowjets. Mikhailov hat verpasst. Neuer Versuch, Zypern, Petrov, Rutherford. Mal Einstieg. Lang müssen die Kanadier noch ohne Brad Maxwell auskommen, der seine Strafe auf der Bank verbüßt. Und die Sowjetunion mit dem Versuch, das 3:0 zu erzielen. Aber zunächst einmal die Kanadier, die die Scheibe an der Bande festklemmen. Picard. Wir haben neuen Einstieg. Anderthalb Minuten gespielt im zweiten Drittel beim Spielstand von 2:0 für die Sowjetunion gegen Kanada. Die kanadische Mannschaft inzwischen wieder komplett. Die Sowjetunion mit Balderes. Balderes Schluckkopf und Glück für Kanada. Man fragt sich, wer bei dieser Weltmeisterschaft die UdSSR überhaupt stoppen soll. Die Schweden haben sie schon mit 9:3 geschlagen und heute schicken sie sich an, die Kanadier zu besiegen. Und was die Pferde so wagen, die sie nicht mehr drauf haben, das haben wir ja schon gesehen. Aber immerhin, der Kampfgeist der jungen kanadischen Mannschaft ist recht eindrucksvoll. Chancen gab es ja auch schon, wie jetzt hier wieder, im ersten Drittel. Für Kanada, aber Tretjak hat sich sehr Glück gemacht.
Kanadier operieren im Gegensatz zu den Sowjetrussen mit 4 Sturmreihen, hier die vierte Reihe mit Bobby Smith, mit Payne und mit McAdams. Das war endlich einmal einige Sekunden lang eine kanadische. Schon wieder die Sowjets mit Alexander Golik. Makarov, dem sich Greg Smith in den Weg stellt. Payne. Und nun aber Tor! Al McAdam von den Minnesota North Stars, der bei der Weltmeisterschaft 1977 schon dabei gewesen ist, erzielt den Anschlusstreffer und nun könnte es vielleicht noch einmal ein interessanteres Spiel werden. Hier die Wiederholung dieser Treffer von Al McAdam, schwache Abwehr von Tretiak, 2-2. Glänzender Auftakt also für die Kanadier im zweiten Drittel, dieses Anschlusstor von Al McAdam. Zeichnete sich schon in den letzten Sekunden davor ab, als die Kanadier zum ersten Mal etwas näher ihre eigene Verteidigungszone verlassen konnten. Babisch, nur knapp verpasst von Gary Unger von St. Louis. Korbhalter in der National Hockey League. 643 Spiele hintereinander absolviert. Sehen wir noch einmal den Angriff, der von Payne vorbereitet wird und drüben am langen Posten Gary Jung. Spielen wir 3 Minuten später nochmal 2 ein. Viereinhalb Minuten im zweiten Drittel absolviert. 2-1 für die Sowjetunion gegen eine kanadische Mannschaft, die sich nun ein wenig aus der Defensive nach dem Anschlusstor in der 24. Minute zu lösen versucht. Und häufiger schon einmal wie hier nach vorne kommt. Und dann natürlich die Räume für Konterzüge der Sowjets. Erste Sturm, Petrov, Mikhailov, Kalamov. Babinov. Kalamov. Kanadier schießen schon aus großer Distanz und Tretiak lässt häufig nach vorne abreißen. Das ist ja auch das Tor für die Kanadier. Walter mit fünfeinhalb Minuten gespielt im zweiten Drittel. Die Kanadier haben ein wenig aus der Umklammerung lösen können.
müssen aber aufpassen bei den schnellen Läufen der blitzgefährlichen Techniker aus der UNF. Sharon, Payne. Unerlaubter Wald. Zwei Bahnen, ein bisschen Treffer von Makarov, der jetzt eben auf uns, Mike Adams. Und die Kanadier greifen jetzt die Sowjets bereits in ihren Verteidigungszone an und das mit einigem Erfolg. Hey. Rettjacke nötig. Ja, Schlagschüsse, das ist das Rezept. Und das ist ja eigentlich auch die Stärke der Kanadier, denn mit einem gepflegten Kombinationsspiel lassen sich die Augen aus. Aber Schüsse von der blauen Linie, da sind sie empfindlich. Das können zwar viele, die erhoffen. Bobby Smith. Al McAdam, der Torschütze. Der dritte Mann ist Steve Payne. Vierte Reihe der Kanadier. Die Russen bekommen die Scheibe nicht mehr. Schlagschuss von Trion. Oh, die Scheibe war einen Augenblick frei und die Kanadier haben das zu spät erkannt. Ja, das waren jetzt einige gute Möglichkeiten für Kanada zum Ausgleich zu kommen. Erstaunlich diese Abwehrschwäche bei der so routinierten Abwehrschwäche. Petjak nicht immer die beteiligte Person. Viele hatten ja geglaubt, bei der UdSSR würde heute vielleicht Wladimir Mischkin vorstehen. Der Mann, der mithalf, 6:0 die kanadische Elite beim Challenge Cup auf eigenem Eis im Square Garden geschlagen. Aber Tretjak hat den Vorzug. Was will ich? Lebedev, Jakuschin. Timaev. Lenzen, Rutherford. Der die beiden Tore nicht verhindern konnte, aber darüber hinaus viele fast unhaltbare aus dem Kampf. Marcel Dion beim Pulli und wieder Schlagschuss-Sound für die Kanadier. Marcel Dion in dieser Sturmreihe mit Libet und Wood. Dion, der ja Großstadt-Team bei der letzten Weltmeisterschaft in Prag war und zu den drei Vorschützen der ist mit neuen Treffern. Sehen wir sich hier in der Abseitsstellung, aber die Kanadier doch jetzt deutlich besser geworden.
Sprecher, Musiker durch das Anschlusstor von McAdams. Jetzt nach dem leichten Gewinn des ersten Drittels die weitere Aufgabe ein bisschen zu leicht genommen haben, denn die Kanadier haben sich jetzt erstaunlich frei machen können und zeigen sogar die hier Kombinationen über 3-4 Stationen, was man sonst nicht so häufig bei ihnen sieht. Also Gefehlspässe schleichen sich ein beim 5-4-fachen Weltmeister. Schüchterne Scheibu-Scheibu-Anfeuerungsrufe der nach wie vor sehr, sehr ruhigen 13.000 Zuschauer. Wie gesagt, unter ihnen Staatsanwalt. Hallo. Petrov. Rabakov und Tor. Wladimir Petrov zum 3:1. Sicherlich ein vermeidbarer Treffer. Kurz vor der Absolvierung der ersten Hälfte des Spiels in der 30. Minute. Hier der Torschütze Wladimir Petrov und hier die Wiederholung, sein drittes Tor bei dieser Weltmeisterschaft, die 10. Titelkämpfe sind in der Petrov. Pech für die Kanadier, dass sie das dritte Tor just zu einem Zeitpunkt schlucken mussten, als sie ihre Leistung zu konsolidieren begannen, als sie ausgeglichener wurden und als sie mehr mitspielten, nicht nur mitkämpften mit den Sowjetunion. Hoffentlich gibt es nun keinen Rückschlag für den Rekordfest. Trainer. Daran. Der in diesem Turnier bisher selten seine Bestform gefunden hat, phasenweise gegen Schweden, aber sonst nicht so stark wie in den letzten Jahren. Er der exzellenteste Techniker war, der ganz allein eine Abwehr spielt. Hier greift der andere Spieler mit dem Rand. Eineinhalb Minuten noch im zweiten Drittel, 3:1 für die Sowjetunion und die Kanadier versuchen weiter mitzumischen, versuchen das Spiel offen zu halten, auch nach dem Gegentreffer von Vladimir Petrov.
Da gelingen sogar einige Solo-Läufe. Payne. Seit die Sowjetunion vor 25 Jahren auf die Weltmeisterschaftsbühne kam, beteiligte, gab es 14 Siege für die Rückspiele, für Kanadier bei Weltspielen. Stopp von den Spielern, das hat man weiterspielen. Anweisungen des sowjetischen Cheftrainers Viktor Tikhonov, Nachfolger von Boris Kulagin in der Band der Sowjetunion. Kanadier nach wie vor couragiert, haben ein weit besseres zweites Drittel bisher gespielt als in den letzten 20 Minuten. Kanadische Mannschaft ohne Superstars aus dem sieben Verein der National Hockey League ist natürlich auch eine gewaltige Umstellung hier mit dem wesentlich größeren Eis in Europa, also auch in der Südafrika. Nayev, der neue Spieler der Sowjetunion, ist 18. Reibungslos in das Handlungsspiel, den wir hier haben. Lebedev. Gemacht. Kanadier versuchen mit hartem Körpereinsatz die Sowjets den Rhythmus aus dem Gleichgewicht zu bringen. Glückt nicht immer, aber doch einige Male. Ab. Vorschluss des zweiten Drittels gegen die kanadische Mannschaft, die sich gewaltig gesteigert hat, die teilweise sogar ganz gut mitspielte mit der Sowjetunion und im zweiten Abschnitt dann ernst zu nehmen, der Gegner. Petjak, der immer wieder die Scheibe abprallen lässt und Glück hat, dass dadurch nicht mehr Schaden für seine Mannschaft angerichtet wird, als bisher der eine Treffer vorne ist. Letzte sowjetische Formation. Tom, Ramos, Peter, Heilov. Und dahinter Kuganskov und Lütschow.
das ist eine Möglichkeit für die Kanadier, die ungeheuer kämpfen. Das muss man ihm ganz hoch anrechnen. Das ist eine Truppe, die längst nicht die beste ist, die die National Hockey League stellen kann. Aber doch eine, die viel Ehre einlegt für das Meisterspiel ihres Landes durch ihre mutigen Spieler. Jetzt spielt die Konzert dabei. Deswegen sind wir wieder am Fünften. Verschluss des zweiten Drittels, Bulli vor dem sowjetischen Tor, die Reihe mit Walter, Sharon und Payne, die spielerisch wohl beste der vier kanadischen Sturmreihen ist auf dem Eis und seit die Scheibe hatte das Drittel bereits verlassen. Möglichkeit zum erneuten Tor für die Sowjetunion nach diesem Bulli-Gewinn, Schlupftopf. Und Brian Rückpass verfehlt Sabine auf der Mittellinie. Wieder Schlupftopf. Jetzt kommt erneut Babinov. Sollte auf die Scheibe kriegen, aber dann ist Kapustin da. Rutherford behält nach wie vor die Überblick. Hält das überhaupt nicht bleiben. Hey, der Wirbel macht am linken Flügel. Valdere. Selbstverständlich ausverkauft ist. Etwa 13.000 Zuschauer auf den Rängen. Und das Spielstand bereit sein für die UdSSR. Sicherlich eine verdiente Führung, aber die ganz große Linie zeigt die Spieler von ZSK und von den der Spieler kann man in dieser Halle hier verstehen und das, obwohl sie ausverkauft ist, so wenig Atmosphäre hat man selten bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft erlebt. Wie gerade hier in der Sowjetunion, die dort freudig gilt und von ihren Zuschauern man eigentlich ein wenig mehr Engagement, zumindest für die eigene Mannschaft. Oder? Die Kanadier nun wieder etwas stärker unter Druck. Es gelingt ihnen erneut, die Scheibe zunächst einmal herauszubringen aus ihrer Verteidigungszone und dann rechtzeitig
in der neutralen Erdbeerstufe. Lebedev. Jakutin und Sinaje sind in einer Lage. Dann will er jetzt wieder. Passen Sie auf, wie der schießen kann. Jim Rutherford fällt da fast mit dem Tor aus. Noch einmal der gewaltige Schlag für das Tor. Dreieinhalb Minuten im zweiten Drittel, unveränderter Spielstand 3:1 zu den hohen Favoriten für die roten Teufel aus der Sowjetunion. Mit Makarov. Weiterspielen zeigt Schiedsrichter Edelmann sicherlich zurecht. Hat bisher keine Mühe, der deutsche Unparteiische mit der fairen Partie. Verglichen mit früheren kanadischen Mannschaften sind das ganz zahme Lämmer, die hier von der NHL entlangzeugen sind nach Europa. Wesentlich sympathischere Spielweise. Wladimir Golikov. Makarov. Dicke Luft vor dem kanadischen Tor. Und Abseits. Kanadier haben nach Toren diese Dritte bisher offen halten können. Dann steht nach wie vor 3:1. Beide sind ein Tor, die zweite der Tiere. Die Kanadier haben einige Chancen gehabt, hier einen zweiten Treffer anzubringen gegen eine durchaus nicht immer sichere sowjetische Sturm. Der UdSSR macht einen besseren Eindruck als die Verteidigung. Zwei Minuten vor Schluss. Steht es immer noch 3:1 für die UdSSR, die mit ihrer ersten Reihe kommt und dann Schuss von Vasiljev, Tim Rutherford, das ist bestimmt 20 lang. Bester Mann in seinem Team. So wird es übertreiben manchmal, das Kombinationsspiel sieht natürlich glänzend aus, das ist schon Schach auf dem Eis. Oder von keiner Mannschaft erreicht, schon gar nicht bei diesen Mittelkämpfen hier. Normalerweise können die Tschechoslowaken das auch, aber hier sind sie ja ganz offensichtlich. Eine Minute und 12 Sekunden im zweiten Abschnitt. Schuss von Balderis. Erneut gehalten von Rutherford, der ein glänzendes Stellungsspiel zeigt und hervorragende Reflexe. Dem Keeper ist es zu verdanken, dass es jetzt eine Minute vor Schluss des zweiten Drittels nur 3:1 für die UdSSR steht. Aber man muss sagen, die Kanadier deutlich verbessert, mehr Mut, nur Offensive
haben sie in diesen 22 Minuten gezeigt. Und das hat sich ausgezahlt, immerhin haben sie schon ein Tor geschossen. Müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht selbst dann kassieren. Die Sowjets haben es phasenweise auch ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Dieses zweite Drittel haben nicht mit Volldampf gespielt. Sie waren zeitweise auch beeindruckt von der Körperarbeit der Kanadier. Ballehre. Jetzt Sekunden in dieser zweiten Periode. Die Sowjetunion führt nach wie vor klar mit 3:1 Toren, zeigte aber nicht ein so überlegenes Spiel wie während der ersten 20 Minuten. Willi Edelmann aus Wesslingen, Bayern, der frühere deutsche Eishockey-Nationalspieler, jetzt Schiedsrichter bei dieser Weltmeisterschaft, gibt den Punkt frei für das letzte Drittel in einem Spiel zwischen der UdSSR und Kanada, das bisher nicht aller Erwartungen erfüllt. Karl Amos. Und jetzt gibt es eine Strafzeit für den Kanadier. Nein, es ist Petrov, ja, aber auch der Kanadier muss raus. Und außerdem Ryan Walter, Spieler mit der Nummer 10. Er hat eine gute Möglichkeit, Paul anzukommen. Der bisher glänzend leitende deutsche Unparteiische Willi Edelmann aus Wesslingen, Bayern, hat einen Kanadier und einen Sowjetrussen auf die Strafbank geschickt, und zwar Walter und Petrov. 4-4, also auf der großen Eisfläche des Moskauer Sportpalastes. Gegangen sind. Das Niveau dieses Spiels leider nicht so, wie man das erhofft hatte, nach der zwar spannenden, aber spielerisch doch recht schwachen Nachmittagsbegegnung. Die Sowjets, manchmal ein bisschen lässig und deshalb auch ein zweites Tor jetzt für die Kanadier und der Torschütze, der Spieler mit der Nummer 11, Bobby Smith für Kanada. Und dieses könnte natürlich dieser Partie neue Impulse geben. 32. Minute, beim Spiel 4-4, 3:2 und Torschütze. Wie gesagt, Bobby Smith hier noch einmal der Treffer, Tretjak fast daneben. Letzte Drittel begann also ähnlich wie der zweite Abschnitt mit einem ziemlich frühen Anschlusstreffer der Kanadier. Wollen wir sehen, was die Ahornblätter aus diesem Tor machen, ob sie dadurch in ihrem Kampfgeist noch verstärkt werden und dem Russen echt Paroli bieten können. Kapuschny. Picard. Vasilje. Babinov. Balderis. Oh, das Tor war leer. Weit herausgefahren war Jim Rutherford.
Und immer noch haben beide Mannschaften einen Spieler auf der Strafbank. Petra von Walter noch 2 Sekunden. Und die Kanadier machen das einzig Richtige. Wann immer sich eine Schussmöglichkeit bietet, aus jeder Entfernung hämmern sie auf den Kasten von Redjak, der diese scharfen Schüsse häufig nur abklatschen kann. Beide Mannschaften komplett, Balderes. Ein ums andere Mal von den Kanadiern gestoppt. Täuschung bisher der frühere Sturm aus Riga, der zusammen mit Cheftrainer Tichonov zu ZSK Moskau gekommen ist. Der Meister der Sowjetunion. Immer wenn die Kanadier frühzeitig attackieren, dann haben sie auch Erfolg. Techniker wie die Sowjetrussen kann man nur mit verstärktem Checking aus dem Gleichgewicht bringen. Scheibenverlust von Charon und Bilja Jetinov. Blendender Verteidiger. Er wird noch eine ganz große Karriere machen in der Sowjetunion. Defensive und Offensive gleich stark, der Spieler mit der Nummer 5. Noch einmal das Tor der Kanadier durch Bobby Smith, Entdeckung des Jahres 78 in der NHL. Minuten gespielt, unveränderter Spielstand, 3:2 für die Sowjets und die Kanadier mit ihren gefährlichen Schlagschüssen manchmal dem Ausgleich nach. Brian Walter von den Washington Capitals hat am Kopf verletzt, das Stadion verlassen, wird in der Kabine gedreht. Und dieser schwere Abwehrfehler von Johann gibt Jakuschew die Chance zum 4:2 hier dann sofort nutzen. 45. Spielminute. Jakuschew, Fehler von Johann. Schade für die Kanadier. Noch einmal der Fehler des kanadischen Verteidigers. Natürlich bitter für die Männer aus Übersee, wenn sie sich so quälen mit Erfolg, wenn sie ja wesentlich längere Wege gehen als die Sowjetrussen, einfach weil sie die spielerischen Schwächen durch mehr Laufarbeit kompensieren müssen und dann ein derart vermeidbares Tor hinnehmen. Das kann die beste Moral schädigen. Bion. Redjak diesmal auf der Höhe. Wieder Scheibenverlust der Sowjets im eigenen Drittel. Und mir scheint, die Kanadier haben Hemmungen vor den Sowjetrussen. Jetzt ganz klar verloren. Erkennen, dass auch die Super-Eishockey-Spieler verwundbar sind. Kalamov. Wir müssen in der Abwehr wieder mehr zupacken.
Picard. Scheibe ist immer noch frei. Und wieder Tretjak nach vorn abgewehrt. Maxwell. Mikhailov. Petrov versuchte damit Kalamov zu spielen. Das Tor ist verschoben. Spiel unterbrechen. Hieß es am Ende der ersten Partie 1978 bei der Weltmeisterschaft in Prag zwischen diesen beiden Eishockey-Nationen, zwischen Kanada und der Sowjetunion. Hier sind aber jetzt noch 13 Minuten und 20 Sekunden zu spielen, kann also noch sehr viel passieren. Einige Unachtsamkeiten jetzt in der kanadischen Deckung, die seit dem vierten Tor von Jakuschew nicht mehr ganz so konzentriert zu Werke geht wie vorher. Das könnte folgen. Dann. Auch der Sturm des Jahrhunderts, wie er genannt wird. Mikhailov, Petrov, Kalamov kann hin und wieder die Scheibe verlieren. Gut. Und jetzt. Mikhailov. Stockfetzen liegen auf dem Eis. Kapuschny, mit seiner Schnelligkeit wird er den Nordamerikanern entwischen. Fast wäre es auch ein erfolgreiches Break geworden. Glückwunsch. Balderes. Ist wieder etwas schneller geworden. Payment. Sehen Sie ein Fehler nach dem anderen bei Wladislav Tretjak von FSK Moskau, dem Vorsteher der Sowjetunion. Voll Kanadier macht sich lautstark bemerkbar mit Go Man Go, aber Angriff der Sowjetrussen, denen auch viele Fehlpässe unterlaufen. Dann immer wieder diese groben Schnitzer in der Abwehr der Kanadier, fast eine Parallele zum 4:2. Alexander Golikov. Die Fans der Kanadier, die wenigen, können sich deshalb hier so lautstark bemerkbar machen, weil die restlichen 13.000 Zuschauer fast schweigend auf ihren Sitzen beharren, höchstens einmal applaudieren, wenn die Sowjets ein Tor schießen. Und jetzt wäre es fast wieder der Fall gewesen mit Makarov. Dann Payment. Oh, das war aber eine Riesenchance für Will Payment von den Colorado Records. 3 Tore hat er schon gemacht. Es hätte sein 4. sein müssen.
noch einmal der Durchbruch des einzigen wilden Buben der Weltmeisterschaft von Wien, der wesentlich zahmer geworden ist. Der kann Tretjak nicht überwinden. Lenz übers Tor. Die Kanadier sind besser geworden, das ist gar keine Frage. Fordern die Sowjets doch jetzt ein wenig mehr. Man kann das nicht nur damit erklären, dass die Julia Sinner hier unter bewusst im zweiten Gang spielt. Die Sowjets teilen natürlich ihre Kräfte ökonomisch ein, wissen, dass das Weltmeisterschaftsturnier noch lang ist, aber versuchen doch eigentlich stets so viele Tore wie möglich zu schießen. Man hat es gesehen beim 9:3 gegen Schweden. Lenzen gemacht von Maxwell und schade, dass er das nicht abschließen konnte. Wieder Stockbruch bei den Sowjets. Maxwell. Sind die Kanadier sogar in der Lage, die Scheibe hin und wieder etwas länger in den eigenen Beinen zu halten, was ja auch für einige Luft und Entlastung sorgt. Aber wenn Rutherford nicht in Glanzform wäre, dann hätte es schon sehr oft im kanadischen Kasten eingeschlagen. So immer noch nur 4:2 für den hohen Favoriten. Viktor Tifonov wieder seinen Paradesturm von ZSK Moskau auf das Eis geschickt. Eine Sturmreihe, die wahrlich nicht mehr jung ist. Alle sind hier über 30 Jahre alt, Boris Mikhailov sogar 34, die aber immer noch in der Welt unerreicht. Aber eines Tages wird man auch im sowjetischen Team verjüngen müssen. So wie bei der GSSR. Das ist ja das Geheimnis der bisherigen Schwäche der Tschechoslowaken. Heil auf das Tor. Schön gemacht von Petrov. Ein herrlicher Rückhandschuss. Wir werden das gleich noch einmal in der Wiederholung sehen. Die Vorarbeit von Kalamov und dann Wladimir Petrov zum 5:2. Sein zweiter Treffer am heutigen Tage. Insgesamt 4 Tore damit bei dieser Weltmeisterschaft. USSR goal scored by Vladimir Petrov number 16. Assist Boris Mikhailov number 13. Valery Mikhailov number 17. 52 Minuten sind gespielt. Und diese 5:2 müsste eigentlich die Partie endgültig entschieden. Schluckter, Kapustin und Baldere. Stromreihe jetzt da. Schluckter. Schön zurückgepasst, die Gang auf Baldere. Das sind Fließbandkombinationen und war die Scheibe im Tor oder nicht? Nein, es gibt Bulli. Vielleicht die bisher schönste Kombination. Und für einen Moment war ich geneigt zu sagen, dass der Puck im Tor war, aber Rutherford rettete und die Latte half ihm wohl dabei. Schauen wir nochmal hin. Das sieht aber doch mehr nach Tor aus.
5:2 der Spielstand, 7,5 Minuten noch im Moskauer Sportpalast des Luschnikipan. Eine Führung, die zweifellos verdient ist für die sowjetische Mannschaft. Aber Kanada hat sich im Laufe des Spiels besser auf die Russen eingestellt. Jetzt Vasiljev. Und dann gibt es 2 Minuten für die Kanadier, und zwar für Payman den Hack. Neue Strafzeit für die Kanadier, Payment auf der Bank, und die Sowjetunion mit der Möglichkeit auf 6:2 zu erhöhen. Außenposten trifft Alexander Golikow. 5:4, und zunächst einmal haben die Ahornblätter die Scheibe heraus. Der Zubkin, Alexander Golikow, die Russen wie immer darauf bedacht, zunächst die optimalste Einschussmöglichkeit zu finden. Makarov glaubte sich zu haben, sein Kanadier hatte seinen Stock dazwischen. Sowjets müssen neu anfangen. 1 Minute. Noch die Strafe für Will Payment, gleichzeitig die 5. für Kanada in diesem Spiel. Kein Vergleich zu früheren Weltmeisterschaften, als die Kanadier permanent die Strafbank lösen. Baruch war das. Nach wie vor großer kämpferischer Einsatz bei Team Kanada 79, einer Mannschaft, die nur knapp 25 Jahre im Durchschnitt ist. Frühere Ausreden der Kanadier, dass dies nicht das beste Team ist, gelten natürlich nicht mehr seit dem Challenge Cup, seit dem hohen 6:0-Sieg der UdSSR gegen die beste NHL-Mannschaft. Diesen Augenblick Kanada wieder komplett. Knapp 5 Minuten. Jakuschek. Lebedev, der letztes Spiel nicht mit dabei war, er war verletzt. Und jetzt Möglichkeit für Lebedev von Jakuschin, aber dann kam der Pass zu spät, dadurch Jakuschin. Eineinhalb Minuten vor Schluss, erneut abseits. Viktor Tikhonov, der Cheftrainer der Sowjetunion, kann mit seiner Mannschaft durchaus zufrieden sein. Sie hat zwar heute nicht immer brillantes Eishockey geboten, aber es hat doch ausgereicht, um die junge, ehrgeizige kanadische Mannschaft in Schach zu halten. Und 5:2 hier in Führung zu gehen.
Alarm an. Petra. Jan. Jan, der Prager Torjäger, Weltmeisterschaftstag in der tschechoslowakischen Hauptstadt, hat bisher bei diesem Turnier nicht getroffen, ist später aus Los Angeles zur Mannschaft der Kanadier gestoßen. Vom Schuss von Lutschenko. Drei Minuten und 20 Sekunden Verschluss haben die Kanadier trotz eines 2:5 Rückstandes noch nicht aufgesteckt, aber eine echte Chance haben sie nun nicht mehr gegen die Sowjetunion. Sie haben, als sie Anschlusstore erzielten, doch erstens zu viele Chancen vergeben und dann auch selbst in der Abwehr zu viele Fehler gemacht. Sonst könnte es jetzt vielleicht sogar unentschieden stehen, obwohl sie den Spielverlauf finden. Bei dir. Mal sehen, ob er diesmal durch. Wenn er gecheckt wird, scheint er bei dieser Weltmeisterschaft ein wenig durch. Die letzten 2,5 Minuten in einem Spiel, dem immer dann, wenn es gerade spannend zu werden schien, die Sowjetunion zu Treffern kam und es dabei die kanadischen Abwehrspieler, den schnellen Rothemden und Rothosen aus der UdSSR auch zu leicht machen. Aber jetzt noch einmal Paul Wood von den Detroit Red Wings. So, jetzt war ja so viel Käse hier. Jetzt wollen wir mal sehen, dass wir vielleicht die letzten 2:05, dass wir die durchziehen. Die letzten 2 Minuten zwischen der Sowjetunion und Kanada. 5:2 nach wie vor der Spielstand, verdientermaßen für eine sowjetische Mannschaft, die natürlich spielerisch überlegen war, aber nur selten glänzend konnte gegen die Kanadier, die über weite Strecken ein konsequentes Sportchecking betrieben, ihre Mittel voll ausspielten, die natürlich nicht gut genug waren, um die Sowjetunion ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. Und immer dann, wenn es gerade spannend zu werden schien, wenn also die Kanadier zum Anschlusstreffer kamen, im zweiten und auch im letzten Drittel, dann unterliegt der kanadischen Abwehr Fehler, die Profis eigentlich nicht passieren durften und so dann auch die Tore von Petrov, von Jakusche und noch einmal Petrov. Die Kanadier machen immer dann einen guten Eindruck, wenn sie hart schießen und das ist zugleich dann auch das Mittel, um Tretjak, den Torhüter der UdSSR, der heute nicht seinen besten Tag hat, in Verlegenheit zu bringen. 45 Sekunden noch zu spielen. Wenn die Weltmeisterschaft so weitergeht, dann wird eigentlich nur die Frage nach dem zweiten dieser Titelkämpfe
einigermaßen aufregend, denn wer will diese UdSSR-Mannschaft stoppen, die nach dem klaren 9:3 gegen die Schweden nun auch die Kanadier sicher geschlagen hat, ohne immer voll aufspielen zu müssen. 13.000 Zuschauer beginnen abzuwandern nach einem Spiel, das erneut kein ganz großes Niveau hat. Bobby Smith noch einmal in Abseitsgefahr. Großer Sieger des heutigen Tages, ohne Frage, die UdSSR, die ja jetzt 4:0 Punkte hat. Die Tschechoslowakei dahinter mit 3:1, die Schweden 1:3 und die Kanadier noch ohne Punktgewinn nach der 1:4 Niederlage gegen die Tschechoslowakei und dem heutigen 2:5 gegen die UdSSR. Letzte Möglichkeit für die Sowjets, das Torekonto noch einmal zu verbessern. Und fast mit dem Schlusspfiff noch einmal ein Pfostenschuss von Bobby Smith, der ja auch das 3:2 erzielte. Verdientermaßen schlägt eine sowjetische Mannschaft, ohne ihr volles Leistungsvermögen zeigen zu müssen, den noch Rekordweltmeister aus Kanada mit 5:2 Toren. Wir verabschieden uns aus dem Moskauer Sportpalast.